Olaf Scholz soll das Gespräch mit Klimaaktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation suchen. So lautet der Appell von Gregor Gysi an den Bundeskanzler. In einem Brief hat er Scholz gebeten, dass er und Umweltministerin Steffi Lemke gemeinsam mit den Aktivistinnen und Aktivisten in einen Dialog treten, damit sie sich einmal die Sorgen dieser jungen Leute anhören und dabei auch erklären, warum und wie sie Politik machen und wieso einige Sorgen begründet oder andere ihrer Meinung nach unbegründet sind, erklärte Gysi im Interview mit der Berliner Zeitung. Der Rechtsanwalt hat die Hoffnung, dass sich die Aktivistinnen und Aktivisten dadurch ernst genommen fühlen. Dann kann man sie vielleicht auch von Arten des Protests wegbringen, die viele nerven. Der linken Politiker betont in dem Interview, dass die Aktivistinnen und Aktivisten nicht kriminell seien. Das sind keine Betrüger oder Diebe, so geht